Servus und herzlich willkommen, ihr kleinen und großen Sorg-Fans da draußen. Wieder unsere Ausgabe von Promo unter vier Augen Nummer 2. Diesmal mit Sorg Madness. Ja, hallo, ich bin Sorg Madness, wie er schon gerade gesagt hat. Könnt mich aber auch einfach nur Sorg nennen, das geht auch. Und ja, soll ich mich nochmal, ich stelle mich sonst auch ganz kurz vor, sonst auch noch, Ich hätte was dich ich so sowieso mache. gefragt, möchtest du aber vielleicht vorher noch was zu trinken, ein Glas Wasser, einen Kaffee, einen Saft oder einen Kuchen? Oh ja, bei Kuchen sag ich nie nein, Kuchen geht Was immer. willst du denn für einen Kuchen? Ich habe da einen Erdbeerkuchen da und einen Schokokuchen und leider ein bisschen zerlaufenden American Pie. Ich nehme den etwas zerlaufenden American Pie. Ja, dann hier bitteschön so, hier, hier. Was zum Trinken? Wasser. Einfach ein Wasser, okay. Warte mal, Moment mal. Ich habe leider nur einen Fingerhut hier als Glas, aber hier bitte so. So, stell ich dir mal dahin, ja? Dankeschön. Kannst einfach so nehmen. Wir waren ja dabei, dass du dich vorstellst, nicht wahr? Genau. Tu das doch Also mal bitte. wie gesagt, bin Zock. Ich bin 24 Jahre alt und mache hauptsächlich Let's Plays auf dem Roof Let's Play Channel mit meinem Kumpel und ja, guten Kollegen Crank Reaper. Und vor kurzem habe ich noch meinen zweiten Kanal gestartet, wo ich denn Videos mache, wie zum Beispiel Design-Tutorials, wie ich denn zum Beispiel bestimmte Rahmen für Videos für Let's Plays erstelle. Demnächst soll auch noch ein Tutorial kommt zu Thumbnails, was man da am besten machen kann. Auch so, dass es eventuell für Anfänger auch ganz gut ist, dass man nicht gleich so ein Oberpro-Video hat. Und ja, zwischendurch zeichne ich auch noch. Jetzt kam gerade ein Vlog raus. Und ja, für den guten Chronic habe ich ja auch das Kanalbanner fertig gemacht. Auf seinen Genau, Wunsch hin. darüber wollten wir auch noch reden. Deswegen hast du auch gleich die zweite Ausgabe bekommen, wegen dem Banner, weil du damit ja auch den Kanal sehr unterstützt hast damit. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für das Kanalbanner mit der Couch, mit meinem Dönertierchen drauf und mit den wichtigsten Figuren meiner Let's Play-Tätigkeit dieser 5 Jahre. Da können aber schon noch ein paar noch mehr Figuren drauf. Aber Ja, alles auf mit jeden der Zeit, nicht Fall. wahr? Wollte gerade sagen, auf jeden Fall. Aber es hat auch total Spaß gemacht. Das war mal eine Herausforderung. So ein Projekt hatte ich bisher so an sich noch gar nicht gehabt. Ja, es ist gerade ein wenig windig hier. Ich bin gerade aus dem Baumarkt wieder raus. Habe hier ein Kantholz. Auf die Straße gucken. Und ja, die Schrauben und das Schaltpapier ist noch im Rucksack. Wie gesagt, mit dem Kantholz. Machen wir uns jetzt auf die Suche nach ein paar Autos. Da fahren noch schon ein paar. Vielleicht können wir die annehmen. Nein. Ich brauche noch eine zusätzliche Leistung für den Schreibtisch. Aber nicht ein Kantholz. Ich sag so gerne Kantholz. Auf zu Psycho. Guck mal, wer schon auf mich wartet. Und, naja. Ja, ich wie bin ich da so ein bisschen stressig, ne, damit. Weil es muss schon perfekt sein. Wollte gerade sagen, überhaupt, ich sag mal, die besten Kunden sind, oder sagt man ja überall, die besten Kunden sind die, die die Sachen auch kritisch beäugen. Sonst macht es ja irgendwie keinen Spaß, besser zu werden. Und man wird ja nicht besser, wenn man irgendwas hinsetzt und jemand sagt, ja, nehme ich, ist gut. Und ja, also ich fand, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch, natürlich hast du auch hin und wieder damals ja auch Fehler gesehen, die ich dann einfach mal übersehen habe, wo ich gesagt habe, oh, danke für den Hinweis. Und dann hat man das Siehste, berichtigt. Ich habe ein starkes Auge und einen guten Ja. Geruchssinn. Das war auch sehr wichtig bei dem Bild. Ja, der Geruch. Du hast es schon mal mir aus dem Mund genommen. Du hast deine 2 Kanäle vorgestellt. Ja, Einmal genau. Sorg Madness World, Das, oder? ja, Socks Mad World, Sorgs also. Mad World. Genau. Und einmal das den Gemeinschaftskanal mit Crank Reaper und mit dir. Genau. Beide sind von 2013 erstellt worden auf YouTube, habe ich gesehen. So lange schon. 3 Jahre. Herzlichen Glückwunsch. Klatsch, 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 klatsch. Die Zeit vergeht echt wie im Flug. Dein Kanal, wo du eben praktisch deine Zeichnungen vorstellst oder dein Vlog, das fand ich recht lustig von deinem letzten Video mit dem Vlog mit dem Kantholz, der miese Schläger Sock. Dass du statt V-Log schreibst V-Log.
Locks, also mit KK. Ja, Frau Locks. Das ist mir voll aufgefallen, gell? das fand ich ein interessantes Konzept, also den Namen fast überall mit reinzubringen. Ich mag solche Wortwitzereien. Ja, ich auch total. Übrigens, Also. also dieser Kanal praktisch auch erstellt am, ja, 2013. Den gibt's ja schon 3 Jahre und seit 5 Monaten lädst du Videos hoch. Genau. Ja, nur dass man sich so ein Da. bisschen vorstellen kann, dass eine zeitliche Differenz. Ja, auf jeden Fall. Hast du mal andere Videos gehabt oder hast du sie mal gelöscht oder hast du einfach nur den Account gehabt, um einfach zu kommentieren, zu bewerten, den Leuten auf die Nerven zu gehen? Ursprünglich war das einfach ein Kanal halt, womit ich mir meine Videos, womit ich Videos angucke, sie bewerte und halt, ne? Einfach mich dann so mit auf YouTube bewege, war ja damals auch notwendig, dass du einen Account haben musst, um halt Videos zu bewerten. Sehe ich völlig Und richtig. dann habe ich halt zwischendurch immer mal gedacht, also den Kanal, den kann man ja irgendwie noch anderweitig nutzen. Und Crank und ich haben uns halt festgestellt, dass wir natürlich jeder noch irgendwie auch eigenen Content produzieren, den wir nicht auf unserem Gemeinschaftskanal so an sich hochladen können oder wollen, weil das quasi jeder auch ein bisschen was für sich macht. Und dadurch habe ich dann gesagt, okay, dann nutze ich den Kanal einfach so, habe ihn denn Socks Mad World, also ne, habe gedacht, warum zeige ich euch einfach nicht mal meine kleine verrückte Welt? Und ja, dann habe ich angefangen, da Videos hochzuladen und mittlerweile schon 9 Abonnenten. Ich bin sehr stolz. Herzlichen Glückwunsch für diese neuen Abonnenten, die auf deinem Kanal den Weg gefunden haben. So, wird natürlich auch verlinkt. Ich glaube, ich werde auch trotzdem den Gemeinschaftskanal von Crank Reaper und dir, sag, Mad World, Ja. verlinken, ja. Oh ja, Trotzdem. das Das wäre natürlich. werde ich trotzdem machen. Wollte ich sagen. Ich wollte trotzdem auch drüber reden. Wie ist es zu diesem Gemeinschaftskanal gekommen? Oh, das Witzige ist, wir haben damals mal überlegt, ob wir mal ein Video machen, in dem wir einfach total verschiedene banale Wege sagen, ja, so nach dem Motto, wow, wir haben uns damals auf epische Weise auf einem Felsen getroffen oder sind einen Berg hochgeklettert und sonst, wir haben überlegt, so viele banale Geschichten, die man machen könnte und dann im Grunde, dass hinterher nicht wirklich klar ist, wie das alles zustande gekommen ist. Aber ganz ursprünglich, also wir kennen uns schon seit der Schulzeit, der Crank und ich, also schon wirklich lange und haben damals auch auf dem Roof-Channel an sich Videos hochgeladen. Die haben wir mittlerweile erstmal wieder runtergenommen, weil wir damit nicht ganz so zufrieden waren, wie sie waren. Und ja, und dann haben wir irgendwann, wir hatten noch einen dritten Kumpel, der noch mit dabei war. Und den hatten wir damals gebeten, weil er so anderweitig weniger aktiv war, ob er nicht Let's Plays machen würde in unserem Gespann. Und irgendwie sind denn Crank und ich da reingerutscht und haben diese Let's Play-Sache übernommen, weil er das auch nicht so wirklich machen wollte, wir das aber schon fertig gemacht haben. Und so ist dann quasi unser so ein gemeinschaftlicher Let's Play-Kanal entstanden. Ich finde ihr Und auch putzig gemacht. Ihr zwei macht es recht gut. ja. Crank Reaper hat aber, glaube ich, noch keinen eigenen Kanal, oder? Auf YouTube? Ich Nein, habe mal aber er ist gefragt. genau. Er ist auch noch sehr viel mit anderen oder mit Projekten, die wir nebenbei immer noch machen, wie zum Beispiel ich arbeite momentan ja immer noch nebenbei an unserer Internetseite und mache dann ja auch nebenbei zum Beispiel ja für Psycho Chu habe ich ja auch den Kanalbanner fertig gemacht oder wie gesagt jetzt für dich, dann arbeite ich nur so an ein, zwei Bildern und ja. Alles klar. Du kannst ihn gerne auch mal nochmal grüßen. Ich schreib's zwar unter den Videos dann bei ihm, aber kannst auch mal Hallo sagen. Also nochmal Ja. einen schönen Gruß von mir, wenn ihr euch schon so gut kennt, so aus der Sandkastenliebe heraus. Nicht Ja, wahr? das war richtig romantisch. Ja, richtig romantisch, Und kann ich mir vorstellen. Er ist auch ein sehr sympathischer Let's Player, der Crank Reaper. Aber wir wollen ja jetzt halt noch nicht nur über ihn reden, sondern auch die Projekte, die du jetzt dann anstreben möchtest, du anstrebst. ja. Was machst du jetzt gerade? Ich weiß es zwar, aber sag's ruhig den Leuten, die da jetzt gerade zuhören. Was Let's Playst du gerade? Also Aktuell? ich aktuell Let's Play ich, eigentlich Skyrim. Noch Oh.
Aber bei Skyrim ist ja momentan, dass ich da mit den Aufnahmen insofern ein bisschen hinterherhänge, weil ich da am Sound ein bisschen arbeiten muss, leider. Aber regelmäßig aktuell läuft gerade Alan Wake. Ist ein super schönes Spiel. Ja, das suchte ich jetzt gerade voll. Bin auch voll aktuell dabei mit dem letzten Part, den du hochgeladen hast. Gefällt mir immer besser. Ah, Alan Wake. Leider habe ich mal den K auf Steam verschmäht. Leider. Ja, schade eigentlich. Ich hätte annehmen sollen, ich hätte das Spiel holen sollen. Aber okay. Definitiv. Das Spiel ist ein richtiger Kaufgrund, sag ich jetzt mal. Also ich habe das Spiel damals auch zum ersten Mal gesehen gehabt. Damals, ich habe es in der ersten Folge gesagt, das habe ich ursprünglich bei dem guten Sarazza auf dem Kanal gesehen, das Let's Play, und gedacht, Mensch, irgendwann willst du das auch nochmal spielen. Und dann ein paar Jahre später, jetzt, wo man die Story an sich nicht mehr ganz so kennt, was natürlich ganz gut ist, habe ich dann gesagt, spiele ich das auch. Ist wie gesagt ein super, ist ein Thriller sogar. Nö, aber du kannst es ja von den Videos, was du bisher auch gesehen hast, sagen, die Geschichte ist sehr gut gemacht. Oh nein! Stopp! Nein! Verflucht, stirb! Nein, nein! Es ist ein anderer Stil, oder? Ja. An Horror, finde ich. Also genau. Er macht mir nicht wirklich Angst, aber ich will trotzdem irgendwie, es ist wie ein Buch, was man gerade liest. Genau. Man will trotzdem weiterlesen und es baut trotzdem die Spannung auf und vom Gegner-Gimmick bleibt es ja fast ähnlich, denke ich mal. Ich denke auch, ja. Die Waffe, die du hast, ist eigentlich eine Taschenlampe, um die Schatten zu vertreiben. Ein kleiner Spoiler nochmal ganz kurz. Und dann kannst du die Gegner erschießen. Das ist auch eine sehr interessante Art. Und dein Freund und Helfer ist das Licht. Ja, das finde ich immer sehr toll. Godlike. Entschuldigt, wenn ich kurz die Stimme ruiniere. Sie die Taschenlampe auf ihn und vertreiben sie. Klar, da sieht man es. Also jetzt stehe ich gerade mit der Maus und wir müssen ein Stück weiter. Und wenn wir mit der rechten Maus drängen, gibt es erstmal den Jumbo Boost. Allerdings haut das auch gut was von der Batterie runter. Zack. Gut gemacht. Jetzt wird er nicht mehr von der Dunkelheit geschützt, aber sie ist noch in ihm, sie steuert ihn. Er kann nicht gerettet werden, er ist eine Bedrohung, er ist ihr Feind. Shit. Hier, nimm sie die Waffe. Wenn Gott uns eine Waffe gibt, kann es doch nur gut sein. Und es ist ein guter alter Revolver. Und ich würde sagen, wir erinnern uns. Oh, Gott sei Dank, getroffen. Wir müssen... In den Kopf, in die Brust, ins Bein und bam! Wie gesagt, das Spiel ist hauptsächlich, besticht es ja auch, ne, durch die Geschichte und diese bedrückende Atmosphäre und auch die tolle Musik. Also es macht wirklich Spaß, das zu spielen. Ja, wie gesagt, Crank und ich haben auch noch ein, zwei Gemeinschaftsprojekte geplant, wo wir dann wieder was zusammenspielen. Willst du schon darüber was sagen? Also einmal soll ein MMORPG kommen. Das zu einer Thematik an sich würde ich verrate immer nicht so gern zu viel im Voraus, weil ich immer denke, so ist ein bisschen mehr Spannung da. Wie gesagt, es ist ein MMORPG zu einer Thematik, die wir beide oder die er sogar noch besser kennt als ich, und aber wir beide trotzdem sehr gerne mögen. Und zwar die Comics. Und ja, dann wahrscheinlich noch ein kleiner Shooter und dann wird es auch noch ein Cross, also sowas wie ein Cross-Let's Play geben. Also im Grunde sind es zwei verschiedene Titel, die aber im ähnlichen Stil gehalten sind und die Namen sich so schön übergreifend ergänzen, und dann spielt er quasi eher seins, ich meins, und wir quasi im Gegenzug sieht man das dann immer. Naja. Geil. Also wird mal ganz spannend. Ja, das denke ich auch. Auf jeden Fall, ich verfolge beide Kanäle. Wie immer ist bei so einer Promo kein Pflicht-Abonnieren oder irgendwie... Überhaupt nicht. Also. Ne? Das soll einfach nur ganz was Lockeres sein. Ihr hört jetzt halt mal die Stimme von der Person, die ich gerne beschreiben möchte, in eine bestimmte Art und Weise einer Promo. Und unten sind dann nochmal die Links zu finden. Einmal zu... dem Hauptkanal von Sock Mad World
und dann zu Ruth Place, oder? Gell? Genau, oder wir haben... Nicht, dass ich jetzt mich verzettel. Genau, alles so weiter, alles richtig wiedergegeben, gut. Genau. Ich merke mal keine Namen, weißt du, ich klicke einfach nur noch drauf. Ich kenne das, Namen sind auch nicht ganz meine Stärke, aber dafür Zahlen. Gut, Zahlen, naja, es ist auch nicht so meine Stärke. Aber riechen kann ich. Kriechen und riechen kann ich. Okay, ja, ich bedanke mich. Hat dir der Kuchen geschmeckt und so? Der war sehr gut, auch dass der Fingerhut mit dem Wasser war auch ganz toll. Ja, das hat mich jetzt gefreut. Mhm. Ich bedanke mich auch nochmal für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit und auch an euch, liebe Zuschauer und Freunde und Abonnenten. Was ich auch noch sagen wollte ist, wir haben durch YouTube auch sehr viele Freunde kennengelernt. Oder? Genau, auf jeden Fall. Also man zumindest kann sehr Freunde, gut, nicht Feinde. Genau, man kann sehr gut Kontakte knüpfen, sich gegenseitig unterstützen, das ist auch immer ganz was Feines. Das wollte ich auch noch ansprechen, jetzt kann ich es abhaken. Oh, Gott sei Dank, fast hätte ich vergessen. Oh mein Gott. Dafür bin ich ja da. Sonst kommt gleich der bayerische Wolperdinger. In diesem Fall bedanke ich mich fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, bis zur nächsten Ausgabe. Hoffentlich mit Lufia Evolution 666. Wenn er sich rechtzeitig meldet, sonst hätte Pech, dann kommt jemand anders dran. Willst du noch was sagen? Ja, ich bedanke mich auch, dass ich bei diesem Video-Hörspiel dabei sein durfte. Und ja, es hat auch wieder mal sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu interagieren. Das macht sie einmal. Und hohoho. Vielen Dank, wie gesagt, nochmal für den Kuchen, für den Fingerhut, Wasser. Und ich hoffe, wir sehen uns natürlich in dein wir Zuschauer und wir sehen uns regelmäßig in unseren Videos wieder, also in deinen, in meinen, in unser aller. Und ja. Wow, große Worte. Bye. Huhu. Fesch.